da sind wir zu Part 50, Ende der Session. Und ja, ich nehme jetzt noch das Opening auf und dann war es das für heute. Legacy of the Valiant, Astral Packs ist nicht wirklich was drin, das hatten wir letzte Woche schon. Gucken wir einfach und das ist alles Müll, nichts der Erwähnung wert. Also Common Slot hätte ich gerne Galantosa, das ist einfach ein Ungeheuer. Für die Kuhn Strategy, da haben wir bis jetzt aber noch nichts. Und natürlich eine Nummer 101 wäre insane. Und da ist auf jeden Fall schon mal der erste Galantosa. Ich muss mal gucken, wie viele Galantosa wir überhaupt spielen würden. Aber erstmal müssen wir auch welche ziehen. Also der erste ist schon mal im Sack. Bis jetzt sonderlich nicht wirklich was der Erwähnung wert. Da ist ein Jack Frost, coole Karte auf jeden Fall. Zweiter Galantosa, ich denke mal, mehr als zwei werden wir sowieso nicht spielen. Läuft aktuell sehr, sehr gut. Steht aktuell 32-17 und wir ziehen wieder die Chaos-Version von der Nummer, die wir eigentlich wollen. Die Chaos 101, die Frage ist, ziehen wir die normale 101? Da ist noch ein weiterer Jack Frost, gute Karte, wir werden zu 99% kein Ghost Trick hier spielen. Rankdown Nummerun Fall, wir haben keine Utopia, also interessiert uns das herzlich wenig, da ist Kalantosa Nummer 3. Also wie gesagt, das Opening ist wirklich, also das Deck, ich glaube hier wird sich am wenigsten am Deck tun. Es wird halt wieder ein bisschen schwer vom Side-Deck zu cutten, wir ziehen auch noch eine Ultra-Rare. Also kann man nach Ulti und Ultra-Rare kriegen wir, also ich hoffe wir ziehen noch einen normalen, weil dass wir neben Kalantosa wenigstens irgendwas bekommen. Mighty Warrior ist halt generic, aber ja, bringt uns alles nicht wirklich was. Ist natürlich auch kein Set, wo wir rerollen würden. Ein Leo ist ziemlich gut. Muss ich mal überlegen, ob wir den mitnehmen. Also neben Galantosa wenigstens, wie ich gefordert habe, noch eine andere Karte, die in irgendeiner Art in Frage kommt. Eine weitere Chaos-Nummer, die cool ist, aber absolut nicht Play sehen wird. Und Last Pack Magic ist eine Utopia-Wurzel. Wir haben nicht wirklich Level 1er Monster und wir haben auch nicht wirklich den Platz im Extra-Deck. Wir haben zweimal Mount Sylvania gezogen, aber also ich sag euch, wie es ist, das Archetype hier, das Sylvian ist eh viel zu high-rare, ist absolut nicht playable, also für uns ist basically interessant der Leo und ja, die Galantosa, also basically that's it, also ich sehe wirklich nichts von Relevanz, werde natürlich nochmal für euch schauen, dass wir noch ein bisschen Varianz reinbringen, aber ich denke, das gibt nochmal Waschbären, Battlen Boxer, auch wenn es so eine kleine Anti-Synergie ist, mit dem, dass wir in Battlen Boxer gelockt werden. Aber scheiß drauf, wir gucken uns Steffens Pulse an. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir zu Legacy of the Valiant. Barry hat die Folge, dementsprechend wird der das meiste schon gesagt haben. Wir haben ein Astral Pack 3 und 24 mal Legacy of the Valiant. Und danach kommt tatsächlich noch Primal Origin und dann sind wir bei Duelist Alliance und bei den Pendeln angekommen. Wird lustig, ne? Wird lustig. Was haben wir noch im Astralpack? Archfiend Roar, Curtain of Dark Ones und Miracle Fertilizer. Relativ irrelevant. Dementsprechend ja. Am geilsten wäre natürlich so eine lautlose Ehre Arc, muss man tatsächlich sagen. Das wäre halt schon ziemlich fancy. Aber ist halt auch eine Secret und wir haben direkt Möbius, den Megamonarchen. Yippie. You can target up to 3 spell traps of your destroyed targets to discover tribute summon by tributing a water monster. At this opponent can target cards in response. Das ist eigentlich gar nicht so bad, weil ich ja noch ein Wasserdeck spiele. Dementsprechend können wir da eventuell tatsächlich gucken, ob wir den auf 1 reinpacken. Das klingt gar nicht so komplett kacke. Xyz Shift, Xyz Ghost Trick Museum. Stimmt, hier gab es Ghost Trick Stuff auf jeden Fall. Ich das wirklich haben will. Jack Frost ist eine nette Common, glaube ich. Ich glaube, Jack Frost war eine von denen, die man tatsächlich, eine von den wichtigsten Ghost-Karten. Rank Up Astralkraft, das ist interesting. Aber komm, gib mir eine lautlose Ehre. Silent Honor Arc, das wäre halt schon ziemlich fancy. Ein Haufen Ghost-Karten. Sylvanish Stuff gibt's hier. Bujin Unity. Oder Bujinuniti. Ja, wo man das ausspricht. Die Karte ist die nicht ultra bad. Warum war die in so einem späten Set noch drin? Halleluja. Dann haben wir eine super. Super viel Sylvanisch-Kram. Gravekeeper Soradic. Ghostrick Dolahan. Hey, ich meine, Lip hier. Wow, wir haben C101 Silent Honor Dark.
Ja, hat es ja nicht mehr so funktioniert, weil Silent Honor Arc ist ja wegen Shark. Aber ja, das nicht mehr so funktioniert. Aber ich hätte gerne eher eine lautlose Ära Arc. Aber ich glaube, das ist uns nicht vergönnt. Wir haben einen zweiten Dullahan auf jeden Fall. Ghost Trick Mary. Weiß nicht, will ich Ghost Trick spielen? Ich glaube eher weniger. Leo. Das ist das Synchro-Monster, ne? Ja. Den haben wir noch. Bro, jetzt nicht kurz vor den letzten Packs. Mach das nicht mit mir. Nicht jetzt vor den letzten Packs. Okay, nochmal Bujin. Noch ein Bujin in Ulti tatsächlich. Und letztes Pack. Okay, gut. Dann gehen wir fix ans Deckbuilding. So, meine Freunde, da wären wir auch schon beim 50. Deckbuilding-Part hier auf meinem Kanal in Season 2. Wir machen das jetzt mittlerweile schon über 2 Jahre. Crazy. Ja, wir ernähren uns zum Ende der Sex-Lehrer. Wir haben noch dieses Duell heute und das nächste beim Steffen. Und dann war es das schon mit Sex. Dann geht's in die Pendel-Ära. Und ich habe mir gedacht, weil wir noch ein paar Changes zur Halbzeit machen, wenn wir Richtung Pendel gehen, spielen wir heute nochmal den Waschbären-Battlen-Boxer-Hybrid. Wie gesagt, die Synergien habe ich ja im letzten Part, glaube ich, schon angesprochen, dass wir mit Feuer und Erde einfach genau die Archetypes, die wir hier bringen, auch supporten. Die Waschbären sind eigentlich alle Erde, genauso wie Kitten. Nur Raikou als Ungeheuer tanzt da ein bisschen aus der Reihe. Unser Neuzugang Kalantosa ist auch ein Biest und macht die Kombo nur noch stärker. Und die Battleboxer sind, wie gesagt, alle Feuer, das kennt ihr ja schon. Und bis Braincon haben wir gesaved. Wir haben aktuell ein dickes Polster, das wieder runtergefahren wird in 2 Folgen. Und die Kalantosas sind neu. Gute Karte, denn wenn die gespecialt werden durch den Effekt eines Beasts, also durch einen von denen, in der Regel Tantan, kann man dann eine Karte poppen. Irgendeine. Und das ist ziemlich strong. Und ja, zumindest eine Folge will ich noch die Waschbären bringen. Hoffen wir, dass wir noch einen Win holen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns Steffens Deck an. Und damit auch ganz, ganz fix zum, Deck-Profile. Ich fand das Set echt ass, muss ich sagen, weil ich halt erstmal auf dem Wassertrip bleib. Ich habe nicht mal ein Side-Deck. Es sind 2 Karten rausgeflogen, es sind 2 Karten reingekommen. Ich habe mal den Megamonarchen reingepackt, weil wenn ich den halt tribute, 3 Set-Karten bei ihm zerstören, wäre halt schon cool. Und vor allem, wenn ich ein Wassermonster tributiere für den, dann kann Barry die Karten nicht mehr anchainen. Das kann tatsächlich ziemlich cool kommen. Und ich habe einen Dodo-Buster noch reingepackt, weil man den specialen kann, aber ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen auf Pendel, muss ich sagen. Bin ich sehr gespannt. Und dann können wir rein zur vorletzten Sexel-Folge Legacy of the Valiant. Hallo Steffen. Ist es Legacy? Ist es nicht Legacy? Ja, meinetwegen. Okay, gut. Ich war gerade selbst verwirrt, okay? Der Denglisch-Experte verliert mal wieder. Rock, Paper, Scissor. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Interesting. Gut, ich habe aber tatsächlich einen sehr strong Opener. Schön, wenn man nicht Handtraps fürchten muss. Headgear kommt, Mild Glassjaw, das kennen wir schon. Ja, ja. Gut, Turn 1 brauche ich eh keine Battleface, das heißt, die Downside von Sparrow ist mir egal. Ja, tatsächlich. Und dann kommt Lidyok mit einer Set und dann bist du. Würde ich sagen, war doch ein sehr solider Opener. Und apropos Opener, obligatorisch, der Energy. Ich habe meinen schon nebenher offen. Am Morgen-Mittag ist es auch bitter nötig. Ja. Das will ich gar nicht. Ja. Lidyok ist ja dann Feini. Der profitiert sogar davon. So, jetzt hat er 3000 Attack. Das Ding, also ich set auf jeden Fall meine Karte. Can we set for material instead? Letzte Folge ist gefühlt schon wieder so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, ob es ein Fall du bist. Ich glaube, ich werde aber den mal aktivieren. Damit ich zumindest den Search bekomme. Ich meine, ist auch ein dicker Stock, ne? Mhm. Also 2-4, Death ist alright. Holen wir uns mal die Tante. Die Gunde, ja. Da muss ich aber erstmal beenden, weil ich nicht die beste Hand hatte.
Ja, ich kann leider nicht Follow-up. Okay, das ist immerhin schon mal in der Hinsicht ganz gut für mich. Ja, definitiv. Machen wir Double Set und Pass. Gunde sagt, wenn sie im Kampf zerstört wird, right? Gunde sagt, nee, wenn sie Discard wird, die ist Discard. Okay. Die Hilde war, glaube ich, die mit... Ist ein bisschen ärgerlich, ich kann gerade nichts machen. Das nehme ich tatsächlich. Das ist nicht mal Ressourcenmanagement, ich kann nichts tun. Mhm. Linde. Ja, dann holen wir mal eine Hilde. Wenn diese Kombo hier funktionieren würde, wäre so cool. Aber ja. Okay. Das ist auch nicht das, was ich gerade brauche, Bruder. Ja, ich enjoy die letzten Tage der Batman-Boxer. Ach, nö. Hey, I mean, du musst zweimal hitten. Komm schon, Orts. Ah, Bruder. I mean, die Value hast du trotzdem. Von der Gunde. Holst du dir wahrscheinlich die Olle? Ja, genau. Das ist beschissen. Das ist halt legit sehr beschissen, gerade dass da natürlich die Odds wieder nicht kicken. Yes. I mean, du hättest zweimal hitten müssen. Oder sie haben eine verdeckte Karte, was natürlich auch möglich ist. Das ist ein Trauerspiel, wenn ich meine Hand so betrachte. Deswegen, dann mach mal. Komm, gib mir bitte mal irgendwas, mit was ich mit anfangen kann. Digga. Das scheint nicht die Lösung zu sein. Ich würde ganz gerne mal was machen. Nee, mach mal nicht. Ich wünschte, ich hätte einen 7er Rang Monster, das wäre ganz cool. Ja, brauchst du eins? Ja, wäre schön. Ich hätte gerade schon wieder fast den Barry Blödsinn gemacht. Ich überlege gerade, was mein will ich hier tun? Ich kann... Das ist halt Schmutz. Das ist halt Giga-Schmutz. Hallöchen, Blaster. Würde ich sagen, machen wir den Atzen weg. Ja. Ich muss ja jetzt mal langsam hier ein bisschen was machen. Also können wir wenigstens den Effekt von Redox aktivieren. Oder auch nicht. Dann haben wir uns Reacten. Frag es, wie schlimm ist das, dass der jetzt zerstört worden ist. Ich glaube, das ist alright, weil ich kriege immer noch eine alright Normal Summon. Und dann können wir vielleicht ein bisschen Cleanup Duty hier machen. Ne, fein, dann immer was gezogen, was dagegen bringt. Das funktioniert leider. Dann deiner, aber relativ easy Game Stand für meine Seite, denke ich. Weil 1-7 Attack ist jetzt nicht so das, was ich vieren muss. Gut, der Top Deck macht es dann vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ja, aber ich meine, du hast Dragon Ruler im Grave. That's correct. Nicht mehr so viel Futter, aber ausreichend. Leider. Aber sie haben es schon richtig gegettet. Ja, die Runde sieht gar nicht gut aus. Ich habe richtig Kacke auch gezogen am Anfang. Also wenn die Startrand scheiße ist, wird es ein bisschen problematisch. Jo, to be fair, ich bin auch hardcore-bricked. Hast du ja gemerkt, dass ich nicht follow-upen konnte. Aber was Card-Ressourcen angeht, ist das gerade in so einem Sealed-Format sehr, sehr schwierig. Oh, das ist quite good für dich. Nee, okay, du spielst tatsächlich das kleine Ding da. Mhm. Das ist ein Waschbär-Tage. Ja, ja. Den habe ich schon seit Runde 1 auf der Hand, aber ich habe kein Target. Ich meine, die Angriffspunkte nimmt man. Ja. Dann dürfen Sie, Sir. Komm schon. My Kingdom for Ponpoko oder so ähnlich. Das bringt mir leider gar nichts. Das ist ziemlich shit. Was haben wir denn hier? Ja, das wirkt mir zu teuer. Weißt du was? Oh Gott. I want the points. Leider fühle ich das. Es ist eine Clowns-Fiesta. So, ich sehe meine Hand und denke mir so, nö. Gib mir bitte was Gutes. Okay. Wäre prinzipiell Liefel on board. Ihn.
denke ich mal, keinen Grund, das zurückzuhalten. Das könnte reichen. Also Hardfield Appealed könnte natürlich da liegen, aber das bringt dir nichts. Ja gut, die Karte existiert natürlich auch noch. Dann kommen jetzt wieder drei Atzen vom Grave. Das ist richtig. Das heißt, den Turn lebst du auf jeden Fall. Ich hab immer vergessen, war Squall eine Foil oder war das... Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Okay. Da ist der dicke Brummer. Ja gut, es gibt absolut no reason to attack, das heißt... Dadurch triggert die jetzt zumindest nochmal. That's fine. Komm schon. Dann zeig mal, was du hast. Okay. So, warte mal. Wenn Blaster bleibt in der Theorie auf dem Feld, deswegen... Ne, Blaster geht in Endphase wieder auf Hand. Oh, strong. Ich werd's nie raffen bei denen. Die Dragon Ruler gehen immer in Endphase auf Hand. Na gut, ich meine, dann machen wir das jetzt einfach. Na gut. Und dann ist das, denke ich mal, Game 2. Dann gehen wir einfach straight up rein. Jo. Ah, das war beschissen, das war beschissen. Ne, die Ruler gehen immer in Endphase hoch. Außer man hat das früher mit Skill Dragon. Außer die kommen durch die Babys, ne? Ne, auch dann nicht. Wenn die durch die Babys kommen, dürfen sie nicht attacken. Ah, okay. Und in Endphase, also wenn der Gegner beendet, gehen die immer hoch. Die Hand ist noch schlechter als die andere. Joa. I mean, das ist gleich, aber bringt mir gerade nicht ganz so crazy viel. Leg ich, wenn ich ganz ehrlich bin, er kann sich selber legen. Dann mach. Das ist nicht so crazy. Okay. Ich hasse diesen Pisser. Ja, da gibt man leider gerne mal ein bisschen was auf. Ja. Also ich muss sagen, desto deeper wir ins Projekt reinkamen, desto mehr hat er dich betrayed. Weil mal, anfangs... Ich gehe mal gleich hier drauf. Ja, relativ. Gar keine Lust auf die Dragon Ruler und den Shit. Dann holen wir Glassjaw in den Start. Und auch wenn das mehr Schaden ist, fürchte ich deine Fallenkarten, deswegen... Funktioniert das? Oh ja. Sollte, ja, weil du die Summon negierst. Dann deiner. Das sieht diesmal nicht gut für mich aus. Okay, dann setten wir noch eine und greifen zumindest mal mit 1-4 an. Ich glaube mal, dass du das durchgehen lassen wirst. Ja, der Psycho-spielende Boss, man kennt. Wir hatten uns doch letzte Folge darauf gar nicht, dass vierstellig schon beträchtlich ist. Wir machen übrigens... Nee. Hab mal überlegt, aber nee. Meine Facecam macht gerade komische Geräusche. Ich höre es tatsächlich. So, nach einem kurzen Cut, da ist irgendwas mit der Facecam gewesen. Habt es vielleicht auch kurz gehört. Wir machen weiter mit Battleboxer Switchhitter. So was machen wir. Und der darf dann, denke ich mal, mir einen Glassjaw Special. Glass, das ist der Dude, ja. 2K Atze, ja. Das ist wohl leider okay. So, dann würde ich ganz gerne erstmal in die Battle Phase gehen. Und gucken wir, ob 2K fein ist. Leider ja, aber ich habe keinen Bock, dass du auf eine Synchro gehst. Ah, auf eine Xyz. Dementsprechend nehme ich mal den da. Das ist nervig, aber ich habe tatsächlich drumherum gespielt. Denn Sparrow ist gut gewordet. Der funktioniert, wenn man die Main Phase 2 spielt, nicht mehr, also die Downside. Dann deiner. Der deletet dir quasi nur die Battle Phase, wenn du in dem Zug noch eine hast. Ja, nee, das ist ein bisschen wie mit SP Little Knight. Die sagt, in den Turn, wo du ihren On-Summon-Effekt nutzt, kannst du nicht direkt angreifen. Wenn du die aber wenn du direkt angreifst und die Main Phase 2 holst, kannst du den Effekt trotzdem aktivieren. Ja. So, jetzt muss ich noch mal schauen. Das war ein Play. Die verdeckte Karte macht mir ein bisschen Angst. Absolut relativierbar.
Ich habe zwar nur noch 6 Fallen, weil der Mann auf den Hammer geschwungen hat, aber die sind recht gut. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich keine andere Möglichkeit. Nach dem Duell gleich erstmal wieder den Tower gerade rücken, Alter. Jetzt war gerade wegen den Cam-Difficulties ein bisschen blöd. Oh, das ist eine strong Combo in Kitten. Ich hoffe, dass deine verdeckte Karte mich nicht bimst. Ich gehe mit Kitten auch lieber mal in Death. Naja. Dagegen kann ich leider nichts tun. Und der eine kann leider nicht angreifen und den kriegst du auch leider wieder. Es ist traurig, wie lange du diese Shit-Card schon mitschlörst und dass die immer noch was macht. Also, no hate oder so. Ich meine, alleine dafür, ich komme relativ easy auf den 3er, dementsprechend ist Kitten halt immer nice. Ich könnte halt jetzt crashen, aber es wirkt mir irgendwie wie Schwachbuch, deswegen machen wir es lieber so. Und imagine the Mighty können auch vom Grave. Das, also sagen wir so, er ist zu Recht doch gebannt. Finde ich nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, du kannst den zurückholen, wen du bannen musst, ist halt Jäger. Ja, jedenfalls nicht beide gleichzeitig. Ich gebe aber mal einen Death, damit du nicht crashen kannst, in der Hoffnung, dass du kein Monster ziehst, was stärker ist. Ich bin ehrlich, ich gehe den Gamble ein und hoffe, dass ich Monster ziehe. Oh. 900. Dann hoffe ich, dass es irrelevant ist, dass es kein Feuermonster ist. Ja, gut, dass die Hälfte meines Decks mittlerweile Feuer ist. Gute Nachrichten für dich, du lebst jedenfalls noch eine Runde weiter. Okay, also entweder hast du kein Monster gezogen oder es war es nicht voll. Es ist kein Feuermonster. Spoiler, es hätte auch 100 Punkte zu wenig gehabt. Also du hättest mit 100 überlebt, selbst ohne Golden Match. So, dann das Monster hast du mit 800. Was schade einige ist, tatsächlich. Was einen Waschbären und die Karte, die du gerade benutzt hast. Da liegt Squall und ich habe nur 2 Mermaids im Grave. Oh, und die ist mandatory, dass du 3 rufst. Ich muss 3 rufen. Ah. Ja, gut, nee. Ich bin ehrlich, Duell 2 sah lange Zeit für dich aus. Ja, ich meine, viel Hammer nicht. By the way, ich habe nicht mal ein Side-Deck. Oha, crazy. Ja, ich habe legit, ja. Hab legit einfach den ein Dodo-Do-Basta reingepackt. Mhm. Und ich habe einen Möbius gezogen, was im Wasser halt ganz geil ist, weil ich dann halt bis zu 3 Spell Traps bei dir schießen kann. Und True. Wenn ich ein Wasser dafür tribute, kannst du die Karte nicht unchainen, was halt sehr geil ist. True. Dementsprechend dachte ich, packe ich den mal rein. Ja, Spoiler, ich werde probably Dodo-Do-Basta einfach gleich rauspacken. Ja. Dementsprechend, ja. Ja, das, bei mir gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich habe nochmal nostalgisch, wie ich bin, in den Waschbär-Battle-Boxer-Hybrid gespielt. Ist halt von der Synergie sehr gut mit den Rulern, weil die halt alle Erde-Feuer sind. Das heißt, ich habe jede Menge Futter für die Atzen. Und Galantosa ist halt einfach nochmal eine gute Edition dazu, ist Erde und sagt halt, wenn er gespecialt wird durch einen Beast, also egal durch welchen der Waschbären, kann ich eine random Card, also irgendwas auf dem Feld poppen, was halt echt strong ist. Ja, beide keine lautlose Ehre, Set war wirklich shit, jetzt kommt Primal Origin nächste Woche bei Steffen. Letztes Sexy Set ist an sich ein cooles Set, nur... ja, das ist meiner Meinung nach eine gute Rare, 2 Commons, dann ist da natürlich sowas wie ein... lasst es mich kurz korrekt aussprechen. Das ist, eine Nummer 42 Galaxy Tomahawk. Und das könnte krass werden für Link, weil den ziehe ich bis Link mit. Der ist coming. Der ist halt coming und da denke ich mal, wird es einen geben. Im Rares dort ist eine Nummer 103, Vierer, sehr generisch, sehr, sehr gute Karte. Gerade auch, wir nähern uns der BA in einer Woche darauf und anderen Sets wie Zoo und bla bla blub. Da sind auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Battleboxer kriegt noch 1 bis 2 gute Commons und das fasst das Set eigentlich ganz gut zusammen. Ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, ja. Astral Pack 4. Ja. Hat sowas wie einen Dandelion, was interessant sein könnte. Es hat sowas wie einen Maxi, was interessant sein könnte. Weiß ich. Deswegen wollte ich diese Folge auch unbedingt gewinnen. Es hat auch einen fossilen Düner Apache. Hat einen Gale, den ich ja im Originalset nicht gezogen habe. Und meine Tuner sind mittlerweile sehr, sehr rar. Ja, und du hast meinen ja gebannt. Das heißt, mir bringt der nicht mal was. Das ist richtig. Das war auch Morphing mit weiter Jar Vorausschicht. 2.
Ja. Und das sind fucking Common Cards. Mart ist auch interessant. Eine Lone Fire ist natürlich auch nochmal nett. Was auch crazy ist, weil ich darf ja 3 aufmachen. Wenn ich Lone Fire Titanial ziehe, ist das Action eine Überlegung wert als Two-Card-Engine. Weil Lone Fire kann sich selber tributen und ruft einfach Titanial. Ja. Und, das ist, ja. Nee, dieses Set ist geisteskrank. Ich hab's, glaube ich, im Deckbau oder in der letzten Folge schon gemanagt, dass das relativ important für mich ist, gerade weil Dandy haben wir nur 2 Access zu, das ist einer davon. Und ja, ich bin gespannt. An sich gönnt TP-Packs nicht, deswegen. Das aber, Ding ist aber, das ist die einzige Chance, du hast 3-Pack-4, ne? Du hast zumindest 3, ich habe nur ein einziges leider. Wir kennen dein Glück, wahrscheinlich ziehst du eine Ulti und ich nicht, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Hoffen wir mal, dass wir was Gutes ziehen. Aber ja, deine Folge. Ja, macht's gut, schaut bei Steffen nächste Woche vorbei und ja, tschüss.